Herzlich willkommen, Folge 52 von Heroes Charge. Starten wir gleich los. Seelensteine Farm. Wow, eine Menge. Und das ist es wieder. Zwei Stück. Hier nochmal. Habe ich dann genug? Ja, aber passt genau. 36, noch einmal den Warchief. Die nächsten zwei Stages muss ich dann erstmal Ausdauer abwarten. Oder na, ich kaufe mir später welche, weiß ich noch nicht. Was sagt denn mein Inventar? 78, die könnte ich auch noch ausgeben. Irgendwo war ich stehen geblieben. Schützen. So, und 8 Punkte noch. Ja. Okay, heute ist der Roboter wieder dran. Der ist echt hart. Die muss ich unbedingt, wenn ich den nachher auf Stufe 3 packen will, muss ich die beiden auch noch leveln und... Oh, naja gut, kommt drauf an. Okay, sie haben ihre Drachen noch drin. Dann will ich der Gilde auch mal helfen. Ein bisschen Gold abgeben. Mit dem Drachen geht das halt super, ne? Wunderbar. Nochmal. So, diesmal mit dem Kommando. Den hätte Schild hätte sich lieber selbst geben sollen. Oh, 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 Schild! Oh Gott. Zack. Schön. Geht auch. Recht gut. Ja, mit Stufe 3. Da wird da schon ganz schön heavy. Ich kenne zwar ein Setup, mit dem man das auf jeden Fall besser schafft, aber dafür fehlt mir noch der Tank dazu, und zwar der Psychopath. Den hatte ich ja im Kreuzzug bekommen. Keine Ahnung, wo ist der denn? Ich habe ihn schon ein bisschen, genau hier ist er. 3 Sterne wäre er dann immerhin schon mal. Ist der mit dem meisten magischen Widerstand. Soll er sein. Zusätzlich macht er noch mit dieser einen Fähigkeit halt, die ist sehr, sehr nett. Erhöht die Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit eines zufällig ausgewählten Verbündeten. Er dann als Tank und... Den Neutralisator bräuchte man dann, damit der Boss immer schön auf Verstummen bleibt und seine Fähigkeiten nicht einsetzen kann. Nicht so oft. Und zusätzlich den Seuchenboten halt für Dot und Heal. Und den Rest dann einfach auffüllen mit anderen Dottern. Hier, was weiß ich, genau, der Old Curse zum Beispiel oder der Giftdrache. Damit kann man ihn nachher auch auf der schwersten Stufe packen. Verbinden, verbinden.
Hallo? Oh, was ist denn jetzt los? Einen Moment, ich probiere das mal eben zu beheben. Irgendwas stimmt nicht. Okay, da bin ich wieder. Mein Router hatte gesagt, nee, ich will nicht mehr. Ich habe aber gesagt, ich will. War ihm aber scheißegal. Aber das geht ja nicht. Dass er sagt, was er will. Hab ihm Bescheid gegeben und jetzt sollte es klappen. Gucken wir mal. Oh, nochmal. Was habe ich jetzt hier? Ja, okay, den Warchief, dann nehme ich mein Single Target Team. Ich probier's mal mit dem Zapper da auch noch reinzuspringen. Hä? Nee, den noch nicht. Wollte ich. So. Gucken. Es klappt. Oh oh. Komm. Damage! Damage! Jawohl. Zack. Jawohl. Einer weniger. Okay, aber ich glaube, er schafft es immer noch gerade so. Ah, shit. Jetzt hat sie ihn zerlegt. Jetzt mache ich mal hier nach gleich einfach mal eine andere Kombination. Nein, nicht zurück. Ah doch, er trifft ihn noch gut. Shit. Zeit ist um. Also sollte er jetzt zu seiner Ultimativfähigkeit kommen. Ist hier Land unter. Boah, ich glaube, ich sollte lieber den Warchief nehmen. Er hat mehr Leben, vor allen Dingen hat er zwei Leben. Gut, mit ihm. Er würde die Rüstung kaputt machen, aber ich versuche es trotzdem lieber erstmal so. Oh, und jetzt achten wir mal auf den Ninja Assassin. Ich hoffe, wie gesagt, dass er zur Ultimativfähigkeit kommt. Ja, hat er gleich. Und da ist er hinten dran am Skelett. Jetzt gibt's Ärger. Zack, zack, zack. Immer drauf da. Zack, zack. Und weg ist es. Es ist so geil, der Typ. Und jetzt hängt er am Warchief dran. War vielleicht nicht so eine gute Idee, dann auf Auto-Kampf zu stellen, weil dann hängt er vor dem Warchief und räumt nicht mehr hinten auf, sondern vorne. Und da haut dann ja eben der Boss auf ihn drauf und das kann er nicht ab. Zumindest nicht auf 3 Sterne. Und momentan überhaupt. Na gut. Fürs nächste Mal weiß ich das. Oh, blöder Nekromant. Nein. Ja, verdammt. Okay, Zeit ist abgelaufen. Ich will noch mal ganz fix was lesen, bevor wir weitermachen. Und zwar... Da. Die Angriffsstärke und der Angriff wird erhöht.
Okay. So, Aufzug. Ach, er. Ah, okay, ist noch gar nicht dran. Gegen magischen Schaden immun. Und jetzt räumt er auf. Oh oh, überlebt er das? Ja, gut, fein, fein. Oh oh, doch nicht alle auf ihn! Seid irre! Lauf! Hau zu! Oh, aber nicht schlecht, er hat sich lang gehalten. Gegen vier diese Elite-Leute plus den Boss noch. Gar nicht schlecht. Okay, das war's. Mal nämlich dafür auch andere Helden, aber ich dachte, wie gesagt, ich zeige euch mal den Ninja Assassin. Ein bisschen. Okay, das Ding ist Schützenfüße. Das hier sollte schnell gegessen sein. Hoffe ich doch. Ja, das Ding ist schon mal im Eimer. Ach komm. Dann ist er auf jeden Fall weg vom Fenster und dann ist gut. So, da ist er. Mein Freund der Baum. Na, der Mystiker lohnt nicht mehr, wenn ich ihn jetzt. Okay, Zeit ist um. 509. Mal ganz 1% heftig. Das mache ich später. Ja, gegen den muss man mit magischen Helden zu Leibe rücken. Ah, oh, dämliches Blue Stacks. Okay, mal kurz gucken. Haben wir denn noch was anderes? Ja, Arena. Gucken, habe ich ihn überhaupt schon hier reingepackt? Nee, sieht nicht so aus, ne? Das ist nicht gut. Dann nehme ich ihn raus. Ihn rein. Oh. Lassen wir es erstmal so. Okay. Kampf. Nee.
Probieren wir es mal gegen den. Ich glaube, das wird ganz interessant. Oh nein, ich hab's ja nur in der Verteidigung geändert. Man muss es ja auch immer im Angriff noch machen. Oh, Gottes Willen. Ja, dann mal gucken, ob ich ihn im zweiten Kampf einbauen kann. Das war ja ein richtiger Fail. Ach nee, geht ja nicht mehr. Das ist ja alles. Okay, das ist mal ein richtiger Fail. Aber dann können wir nochmal eine normale Arena machen und ihn da einbauen. Ja. Bam, 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 bam. Wunderbar. So, letzte Runde. Mein Main-Team eigentlich. Wobei den Old Curse könnte ich vielleicht lieber austauschen gegen den gegen den Ninja Assassin. Ich glaube, das ist besser. Gut. Er ist immerhin gewonnener Kampf. Gib ich das hin? Genau. Da habe ich ihn drin. Das ändere ich nochmal. Old Curse raus. Ninja Assassin rein. Erster Kampf. Kommt hier der Old Curse rein. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig. Okay. Auch noch mal ein Arena-Kampf. Panda. Ja. Die Sterne schon immer sehe ich. Wahnsinn. Ah, nee. Ja, hier ein Sterner dabei. Fünf Sterne. Testen wir es. Raus. So. Und Curse nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Okay, schauen wir mal, was das wird. Da rast er wie so ein Irrer. Oh mein Gott. Ich glaub, was ist denn da passiert, ey? Ich glaube, die Ember Blade hat mein Ninja Assassin mit einem Angriff umgelegt. Kann das sein? So schnell konnte ich gar nicht drauf achten. Der ist ein Stern. Das ist ein gestörter, ey. Alter Falter. Okay. Also den ersten Angriff, den muss ich mir nochmal ganz kurz angucken hier. So, da zaubert er sein komisches Schild und dann rast er durch. Tatsache. Der hat ihn einfach weggenatzt. Mit einem Stern. Aha. Klasse. Super. Nicht so toll für mich. Aber gut zu sehen, was die Ember Blade kann. Das muss ja irgendwie. Die Ultimativfähigkeit kann es doch niemals gewesen sein. Ne, genau, das sind die. Dann hatte er Flammenkette. Die war es hier. Glutklinge rast umher und greift alle Feinde an. Das hat er gezündet eben. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, subscribe, kommentiert. Und bis zum nächsten Mal.